Läuft die Aufnahme schon? Hey Freunde, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. In der letzten Folge haben wir mit Debitor Zack gespielt und haben verkackt. Danke Debitor an dieser Stelle. Danke Debitor an dieser Stelle. Und jetzt machen wir mit The Soul weiter, oder? Wir haben doch mit Xophian gespielt, nicht wahr? Ja genau, wir hatten davor Drake, dann hatten wir Debitor Zack und jetzt haben wir The Soul. Und der erinnert mich sehr stark an das Blue Baby oder sowas. Nee, das Blue Baby, doch, das ist glaube ich dazwischen, oder? Egal, wir testen einfach mal. So, ein toter Vogel als Startbildschirm, was heißt das? Ja, das ist das Blue Baby, oder? Das ist hundertprozentig das Blue Baby. Aber es sieht ziemlich crazy aus. Was hat das zu bedeuten? Sind die Augen raus? Und da sind irgendwie so Hautfetzen, die die Augen zusammenhalten? Ich weiß nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Warte mal. Wir haben auf jeden Fall Sad Onions. Sieht auf jeden Fall sehr traurig. Und wir haben... Was ist das? Was ist das für ein Zeichen? Ist das The Mind? The Soul, glaube ich. Ah, ich glaube, das ist The Soul, ne? Das testen wir gleich, wenn die Tränen auf uns fliegen. Wir müssen jetzt nur Gegner finden, wo Tränen auf uns fliegen. Wie zum Beispiel... Nein, ihr habt auch keine Tränen, verdammt nochmal. Was ist los, Mann? Streiken die auch alle, oder was? Oh, Mann! Streikt doch jeder heutzutage, selbst die Gegner mit den Tränen. So, auf Wiedersehen. Lemon Party. Wow. Da kam aber viel aus uns raus. Haben wir anscheinend viel getrunken. Da müssen wir aufpassen. Ich vergesse immer wieder, dass die Typen hier immer so dreifach Schüsse... Ja, wir haben The Soul. Es ist The Soul. Ja, eindeutig The Soul. Also eigentlich müssen die Tränen an uns vorbeifliegen, aber irgendwie fliegen die zu schnell. Und irgendwie bringt das doch nichts. So. Das war richtig schade, dass in der letzten Folge Ipecac richtig schwach war, ne? Schade, ich dachte, das wird vielleicht irgendwie was bringen, aber irgendwie ist Ipecac nicht so pralle in der God-Mode jetzt, weil in der Chest eben auch so viele Gegner sind auf Egge Braube. Und das ist nicht so ein Traum mehr oder sowas. Warte mal. So. Ich hab da ein bisschen Panik gerade. Wir müssen auf jeden Fall die Herzen behalten für Devil Deals und sowas. Pille will haben, will essen. Und sie haben sich gegenseitig umgebracht. So einfach geht's. Eine Bombe, sehr schön. Nee, da brauchen wir zwei für, um das da zu erreichen. Moment mal, ich will erstmal den Itemraum finden. Komm mir nicht gleich mit dem Bossmann. Komm mir nicht gleich hier zur Sache. Erstmal noch ein Date oder sowas, komm schon. Nee, warte, hier war's nicht. Da unten wahrscheinlich. Nein, bin ich schon nach links gegangen? Wahrscheinlich, oder? Nein, ist eine Lüge. Scheiße, ich hätte warten müssen, bis die da auftauchen. So, ansonsten, gestern lief das Balls of Steel Turnier, ne, von Cobalt Streak da. Das ist natürlich ziemlich anders aufgebaut als meine Versus Runs gegen die Zuschauer, die demnächst auch wiederkommen werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber naja, ich bin gespannt, ob Cobalt Streak mich tatsächlich fragen wird. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ah, die haben wahrscheinlich Angst, die haben wahrscheinlich Angst. Die haben alles. Guckt euch mal meinen Skill an, das ist ja unglaublich. Guckt euch mal, wie diesen Kackhaufen... Zack, zack, zack. Jede Trainer hat den Kackhaufen getroffen, Mann. Hä? Sag mir, wer kann das noch? Wer kann das noch? Keiner. Keiner. Außer Rainer. So, dankeschön. Das ist ein bisschen eng hier, scheiße. Das war jetzt ein bisschen peinlich, aber hey, das würde mir bestimmt nicht passieren in einem Balls of Steel Turnier. Nein, nein, nein. So, Mr. Mega, bitte. Nach. Okay, Hauptsache ein paar Bomben. Es könnte Goathead drin sein. Ja, ja, ja. So. Ich find's cool, wie wir so ein bisschen transparent sind. Und ich find's cool, wie dieser Raum... ziemlich gefährlich ist eigentlich. Kommen schon alle in eine Reihe. So. Ich frage auch, warum wir so Fragezeichen als Leben haben und so. Was ist das für ein scheiß Raum? Das ist unglaublich. Wie viel Scheiße ein Raum beinhalten kann, hä? Was nehme ich denn jetzt mit? Ich glaube, ich nehme das Book of Secrets mit oder so. Das ist wenigstens so ein Buch, das noch ein bisschen Sinn hat. Wow. Ja, und Sister Maggie. Klar, Sister Maggie ist auch da. Juhu. Und ein Guppy-Item, wahrscheinlich noch ein zweites. Und wahrscheinlich werden wir jetzt in den Devil-Deal reingeportet. Bitte. Oh. Das hat sich gelohnt. Itemraum. Hiervon würde ich mir eine Scheibe abschneiden. So. Ja, sieht doch gleich viel besser aus. Und mit Salt Onion auch noch. So, und hier rein fürs gratis Item. Ja, das da oben ist oft da, aber ich will es jetzt nicht mitnehmen. Ganz einfach, weil... wir sonst keine Karten bekommen und das ist kacke. Und das hier brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Ja, den Rest können wir uns leider nicht holen. Ich hole mir deswegen auch mal eben kurz einfach das hier. So. So, ja, 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 ja. Und jetzt lass mal beeilen hier. Ist immer noch die erste Ebene, ne? Gottes Willen, Harley, du wirst immer älter und älter und älter und immer langsamer. Irgendwann brauchst du immer eine 5-Minuten-Pause nach jeder Ebene. Komm, gib mir Goathead. Jetzt. Es ist das hier. Ich nehme das mit. Poison Shots ist ganz gut eigentlich. Hallo, Boss. Es ist Skrillex. Double Skrillex. Ein Skrillex. Ein roter Skrillex. Oh. Okay, Moment. So. Ah, die sind so nervig. Das dauert immer so lange. So unnötig lange.
Ich meine, so krass ist er jetzt nicht drauf, dass er irgendwelche unerwarteten Angriffe macht oder sowas. Ich meine, guck mal, er springt und macht nichts. Das ist eher so ein Geduldsspielchen, aber hey, ich spiele deine Geduldsspielchen, wenn du willst. Hey, ich spiele deine Geduldsspielchen. Das gibt's doch nicht. Was muss ich denn machen, um... Muss ich Abstand halten? Kommt er dann raus, wenn ich Abstand halte oder was? Mit dem Schwänzchen. Abstand halten, Abstand halten. Ja, das ist das Schwänzchen. Okay, Abstand halten anscheinend. Wahrscheinlich war es nur ein Zufall. So. Abstand halten, Abstand halten. Lalala. Wow, fliegt der. Ja, und das ist so zum Beispiel der Grund, warum ich keinen Boss Rush schaffe. Ah, Abstand halten, Abstand halten. Mit etwas Glück schaffen wir ihn in 10 Minuten. Wenn es gut läuft. Ich treffe nicht mal sein Schwänzchen. So. Komm her, nochmal. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Nun, wie geht's euch sonst so? Ich werde heute streamen übrigens. Falls ihr das seht, heute Abend werde ich wieder streamen. Ja, go, 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 go. Ja, komm, bitte mach das öfters, bitte. Wir haben keine Zeit hier. Ja, genau. Jetzt gefällt's ihm. Jetzt hat er auch gemerkt. Jetzt hat er... ich habe keinen Bock. Ich muss noch meine Kinder vom Kindergarten abholen. Aber die streiken doch. Oh, wo sind sie dann hingegangen? Wo habe ich sie dann abgegeben? Oh nein, schon wieder Schutzgeld zahlen. Lösegeld. So, komm her. Ah, Skorlax. Da haben wir ihn erwischt und er ist tot. Yay, und das hat nur wie lange gedauert? Ja, wir sind das Blue Baby. Okay, dann wissen wir es Bescheid. Wir sind eindeutig das Blue Baby. Ich war noch ein bisschen unsicher, aber doch, da hat so ziemlich viel drauf hingewiesen. Wir sind gar nicht mehr transparent. Oh, Mann. So, das Buch einsetzen. Jetzt wissen wir wenigstens, wohin. Das Buch hat immer so random Effekte, ne? Hat es manchmal so einen Kompass-Effekt, manchmal den Karten-Effekt, manchmal Blue Map oder was? Ich verstehe das Buch noch nicht so ganz. Ansonsten ist es eigentlich nicht so schlecht, das Buch, ne? Es geht auf jeden Fall schlimmer. Wow, habt ihr gerade gesehen, wie ich die weggeschossen habe, die Kugel wieder? Das war cool. So, ich öffne die Kiste noch nicht. Ich behalte erstmal den Schlüssel für den Itemraum. Nicht, dass wir dann vor verschlossener Tür stehen. Das wäre doch mega peinlich. Genau wie ich gestern, als ich mir die Brille abgeholt habe und einen Döner holen wollte. Da bin ich hingegangen. Und ich dachte, es ist schon 11 Uhr. Er macht erst um 11 Uhr auf. Aber es war 10 Uhr noch was, 10.30 Uhr oder so. Und ich gehe da hin. Und gehe da voll cool hin und BAM! Scheiße, wie geht's hier auf? Und da habe ich nochmal gerüttelt. Und Leute haben mich angeguckt. Und jetzt bin ich bekannt als der gegen die Dönertür laufende Holly. Das ist peinlich. So. Jetzt bekommen wir wieder einen Devil Deal. Vielleicht auch. Vielleicht lassen wir liegen, wenn er scheiße ist. Au, what? Was ist das denn für ein Scheißanfang hier? Unverschämtheit. Und das sind ziemlich viele, möchte ich nur sagen. Ziemlich viele von denen. So. Oh Junge, oh Junge. Aber es passt schon hier, ne? Komm, erstmal einen erledigen. Genau, einen nach dem anderen. Komm schon. Alleine habt ihr nichts drauf. Alleine habt ihr nichts drauf. Deswegen kommt ihr gerade zu zweit, was? Ja. Ja. Ich brauche Herzen für den Devil Deal nur so nebenbei. Deswegen war es ein bisschen schlecht, aber der Raum ist verdammt nervig. Aber hätte ich besser lösen können, ich weiß. Aber hey. So. Ich finde es auch cool, wie The Fucking of Isaac gestern gut ankam anscheinend. Weil ich habe es echt drastisch geschnitten, weil da ist kaum was passiert. Da passiert einfach nur, da waren nur nervige Sounds. Nur nervige Sounds und nervige Sounds. Ich habe das teilweise einfach den Ton ausgemacht und gespielt und dann immer angemacht, wenn ich was zu sagen habe. Brimstone. Tja, Leute, viele haben sich immer gewünscht, dass ich Brimstone das nächste Mal mitnehme. Und jetzt tun wir es. So, da ist Brimstone. Herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen ihn mit. Jetzt noch sowas wie Spoonbender. Und alles ist geil. So, wir clearen nochmal die ganze Ebene. Vor allem sind wir gleich tot. Das ist nicht so gut. So, jetzt haben wir Double Brimstone. Oh, guck mal, wie der Vater, so der Sohn. So, komm her. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne die Kerze mitgenommen, ehrlich gesagt, aber... Zu wenig blaue Herzchen, aber guck mal hier. Der Stein. Oh, lange nicht mehr gesehen. Hey, The Rock. Den muss man unbedingt mal austauschen mit The Rock's Face. Das muss man echt mal machen. So. So. Autsch. Okidoki. So, weiter, 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 weiter. Das Buch behalten wir jetzt einfach mal auf. Es könnte uns auch die Geheimräume aufdecken, oder? Nein? Ich dachte mal, je mehr man das Buch einsetzt, desto mehr Sachen kommen dann gedroppt oder sowas. Ja, ja. Also der Brimstone macht schon ordentlich Damage, muss ich schon sagen. Okay, wir brauchen jetzt nur noch ein paar bessere Sachen. Noch ein paar. Weil später kann der Brimstone immer noch scheiße sein. Wir brauchen echt irgendwie so Homing-Shots oder sowas. Ja, 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 ja. Das wäre jetzt perfekt. Burnt Penny. Ja, lass uns den mitnehmen.
Dann bekommen wir ein paar Bomben gedroppt. So. Da ist der Itemraum. Da gehen wir rein. Jeppa. Oh, die Spritze. Die Sixth. Nein, sag mir nicht, wir haben keinen Schlüssel. Oh, Justice. Ey, was für ein Glück wir haben. Ich nehme die Sixth mit. Aber ich will das da unten haben. Scheiße, wie kriegen wir jetzt Kohle? Du hast keine Kohle für uns. Wir sollten jetzt Geld bekommen. Gar nicht. Wir haben verkackt. Oh nein, die Spritze ist cool. Da bekommen wir immer Hoden am Kinn. Das ist cool. Na, lass mal rerollen. Die 4, ja, ja, nochmal rerollen, ne? Ich denke nicht. Okay, ich merke schon, das sind die bestesten Items unter den gutesten. Dann hole ich mir jetzt das blaue Herzchen. More Options. Auch so. Wo ist es hin? Hat ja super geklappt, oder? Hat ja super geklappt. Hier war bestimmt jetzt noch ein Dime drin oder sowas. Nein? Okay. Ist doch besser so. Wir haben den D6, der nur 3 Aufladungen braucht. Easy peasy. So. Dann holen wir uns das jetzt hin. Das ist sehr schön. Und wir müssen echt aufpassen mit dem Leben, Mann. Wir müssen echt aufpassen mit dem Leben. So. Auf Wiedersehen, da ist... Ah, warte, die öffnen wir. Irgendwie dachte ich ganz kurz, hey, die Kiste werden wir niemals erreichen in unserem Leben. Aber eigentlich war sie doch da. So. Ja, die machen wir auch kaputt, weil Kackhäufchen haben echt oft Kohle drin oder sowas. Wie zum Beispiel hier, habt ihr gesehen? Eine von, wie viel? 10? Scheiße. So. Hey, Eddie. Ach du Scheiße, ist das ein ekliger Raum. Am besten dann links verstecken. Dann machen wir schon richtig. Keine Left Hand? Das ist ein bisschen traurig, weil Left Hand nehme ich gerne mit, um sich reinzuporten oder sowas. Ha. Oli ist jetzt traurig, ein bisschen. So. Zack, zack. Ansonsten kann ich euch echt die Seite The Modding of Isaac empfehlen. Ne? Das ist eine gute Seite, da sind alle Mods so aufgelistet. Also nicht alle, The Fucking of Isaac war da jetzt zum Beispiel nicht zu finden. Aber so alle etwas guteren Mods. Die guteren unter den besseren, unter den bestesten, meinte ich natürlich. So. Sind dort auch zu finden. Ja, auf Wiedersehen. Zu verlockend, aber ich muss jetzt erstmal den Geheimraum öffnen. Und dort vielleicht rerollen. Oh ja, oh ja, oh ja, super. Oh ja, super, oh ja, super. Gib mir Soymilk und ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich hoffe, die verstehen Ironie, Mann. Ich hoffe, die verstehen Ironie. Anna Christie, guck. Ah, fuck, ich hab da nicht getroffen. Bin da nicht ins Loch reingekommen. So, das hier einmal. Was befindet sich hier? Taurus. Ah, okay. Was befindet sich da oben? Spoonbender vielleicht? Komm schon. Öffne den Schlüssel. Sad Bombs. Okay, okay, okay. Nichts Schlimmes auf jeden Fall hier. Was haben wir da oben? Vielleicht Bob? Nein, noch ein Schlüssel. Schön. Ich hol mir mal hier ich dachte, ich komme da durch. Ah! Hat eine Trollbombe gedroppt. Wie viel unnötig Leben man verlieren kann, ne? Jetzt bei Holly. Little Hound, hey, cool. Okay, ja, der war auch ganz okay, der Itemraum. Der war ganz okay. Ja, das bringt gar nichts mit Brimstone, leider. Wieso pulsiert der Strahl nicht? Ah, vielleicht mit dem Update, Mann. Vielleicht mit dem DLC pulsieren dann plötzlich die Strahle, Strähle, Strulle oder so. Das wäre cool. So. Dankeschön. Noch ein Bämpchen, das ist gut. Wir bräuchten jetzt aber ein bisschen mehr Schlüssel, habe ich das Gefühl. Irgendwie mangelt es uns an Schlüssel. Ja, immerhin können wir jetzt mit den Z-Bombs sehen, wie unsere Tränen aussehen würden. So ungefähr. So. Dankeschön für die Bomben. Nochmal. Und wir haben so gut wie kein Leben. Hey. Jetzt wäre es cool, da Abaddon zu finden oder so. Wow. Na, einer tot. Sehr schön. Na. Jesus Juice, Damage und Range Up. Hat einer von euch vielleicht Leben? Wir gehen mal ganz kurz in den Shop rein. Eieieiei. Wir könnten auch den Kampfraum clearen. Aber ich gehe erstmal in den Shop rein. Ich gehe erstmal mal in den Shop rein hier. Aha, aha. Stimmt ja. Wir sehen ja nicht, was das für Items sind. Der Kompass. Oh, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und wir holen uns mal den Schlüssel hier. Aber ich hole ich mir das Item da? Okay. Champion Belt. Damage und Challenge Up. Ach du Scheiße.
Gut, die Champions wurden erhöht, also mehr Champions spawnen, die einen mit einem Hit töten können. Und was macht man da am besten? Wir gehen in den Kampfraum. Richtig, das ist alles logisch, was wir hier tun. Alles logisch, was wir hier tun. Schlüssel bitte. Ah, die schießen drei Stück, natürlich nicht vergessen. So, einer weg. Nochmal weg. 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 Und du bist kein Problem. Oh, keine, doch ein Schlüssel. Sehr schön. Goathead. Das heißt, wir kriegen doch noch einen Devil Deal auf dieser Ebene. Cool. Aber wir sehen nicht, was es dort gibt. Scheiße. Aber wir schnappen uns das Gratis-Item, was es dort gibt. Vielleicht ist das noch ein Leben oder Abaddon. Das wäre super. Ey, das wäre so perfekt, wenn es jetzt so läuft. Scheiße, sind wir langsam. Wegen der Perücke auf dem Kopf, Mann. Zu viel Haarspray. Das ist der Devil Deal. Krampus vielleicht. Okay. Razor Blade. Oh, wait a minute. A minute. Ah, reroll this. Warte, ich möchte jetzt nicht getötet werden von diesem Teil da. The Nail. Guck mal, wenn da noch ein... Was drin? Noch hier ein blaues Herzchen könnte ich sogar mitnehmen. Soll ich eins mehr mitnehmen? Yolo Mordadolo. Gimpy. Oh, oh. Würde ich sagen. Oh, wir gehen hier voll auf, Sir. Wir gehen voll auf, ne? Wir gehen voll in den, ach du Scheiße, wir sind gleich tot-Modus. Hey, der ist doch der beste Modus. Aber hier gibt es ein Herzchen, ganz vergessen, stimmt ja. Oh Junge, was für ein Raum. Erstmal das Feuer hier löschen. Zack, kein Problem, alles aus der Distanz erledigt. Lohnt sich das, darüber zu gehen? Vielleicht finden wir gleich Fliegen oder sowas, gucken wir mal. Vielleicht fliegen wir, finden wir gleich Fliegen. Vielleicht fliegen wir gleich hinten. Rein ins Feuer mit euch. Gebrutzelter Kot. Lecker. Bombsaki wäre jetzt auch nicht schlechter, ne? So. Ein Reroll, sehr schön. Und der Itemraum befindet sich direkt hier. Ja, es läuft alles super perfekt. Könnt hier mal sprengen für den Pilz. Wir hatten es ja gestern im, im Livestream. Gestern habe ich auch wieder gestreamt. Ich streame eigentlich so gut wie jeden zweiten Tag so. Ihr könnt immer um 18 Uhr abchecken. Falls ihr gerade nichts zu tun habt und denkt euch, was mache ich jetzt? Balls of Steel. Oder so, was? Jetzt bin ich ziemlich froh, dass wir so viele Bomben haben. Aber was nehme ich davon mit? Ich glaube, die Spinnen auf jeden Fall. Das bauen wir Spinnen, das ist ganz nett. Das ist ziemlich nett und fett. Ha! Sehr schön. Und das da oben reroll ich aber, glaube ich, einmal. Ich will Spoonbänder haben. Es ist Steven. Hi, Steven. Wie geht es dir? Wie sahen Balls auf Steelpillen aus? Habe ich mir irgendwie nicht gemerkt. Ich Idiot. Ja. Scheiße, aber wir haben nur noch ein Herzchen dann, ne? Wir haben nur noch ein Herzchen dann. Ja, warte mal, dann... Dann warte mal, dann machen wir es so und dann nehme ich jetzt das hier mit. Zack! Fangen wir von vorne, aber dafür können wir dann halt ordentlich... Oh, Speed-Up, sehr schön. Devil-Deal-Sachen mitnehmen, ne? Weil wir dann abkratzen halt, aber wir haben sie dann. Tier-Sub, oh, sehr schön. Wird ja mal besser hier. So. Und die werden immer nerviger hier. Na? Richtig, wir haben auch noch The Soul, was aber nicht immer was bringt. Ah, scheiße, die haben Pipi gemacht. Gimpy hat uns Sachen gegeben. Nice, ich liebe Gimpy. Gimpy, der Arschretter. Oh. Sehr schön. So, her damit. Her damit. Okay, hier mal sprengen, keine Ahnung. Gut, wir können natürlich eine Batterie mitnehmen und dann rerollen, aber ich lade erstmal hier auf, wir sparen mal, weil wir haben ja schon eine Aufladung, die wäre dann so umsonst gewesen. Deswegen, ne, machen wir das ganz schlau und müssen öfters hin und her rennen, das ist nervig. Aber hey, so Steven, mein Freund, du wirst jetzt gerickrollt wärst du. Alter, du bist ja ein bisschen attraktiver als der andere, aber sag's ihm nicht. Oh, wie selten man dieses Item ganz normal bekommt, ne? Das ist unglaublich. Mann, wenn man sich das mal überlegt. Ist es so gut, das Damage-Upgrade, dass es so selten kommt? Irgendwie total, weiß nicht, schwachsinnig bisschen. So, die Spawn-Rate von einigen Items ist echt irgendwie, keine Ahnung. Vollführen. S. So. Oder liege ich falsch? Liege ich falsch? Dann klärt mich mal auf. Ich lese öfters gerne Kommentare. Also, ich lese eigentlich, ich überfliege sie eigentlich jeden Abend vom Schlafen, gucke mir nochmal alles an. Und auch mittendrin gucke ich dann und dann beantworte ich einige, ne? Also, so ist es nicht.
Eure Kommentare sind nicht ungelesen, aber das machen auch alle YouTuber. Ich bin jetzt nichts Besonderes oder sowas. Jeder YouTuber liest Kommentare. Jeder. So. Ja. Oh Gott. Da, 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 da. Na, komm her. Little Hound, mach ihn fertig. Hier. Super. Super, super, super. Und jetzt kriegen wir Krampus, hä? Nein, kein Krampus. Oh. Krampus Head. Nein, ich wurde reingeschubst. Ah, das unerwünschte Kind. Komm, dich nehmen wir mit. Weil der ist echt wichtig, glaube ich, für uns hier. So, warte mal. Und jetzt rerollen wir den Schlüssel mal. Ein weiteres Guppy-Item. Und dann sind wir auch Guppy, ne? Das ist schon mal sehr schön für später. Ja, dann nehmen wir dich mit. Sterben wieder. Der bleibt aber offen. Dann Goathead. Das ist schon sehr schön. Das ist schon sehr schön. So. Okay. Jetzt heißt es wieder aufladen. Jetzt heißt es wieder aufladen. Und wir können fliegen, hey, wie ich es gesagt habe. Aber ich glaube nicht, dass da was gespawnt ist, was interessant ist. Komm, bringt euch mal selber um. Gegenseitig. Eine Leiter. Ja, jetzt wo ich fliegen kann, ne? Du bist ein richtiger Witzbold. Ich glaube, ich nehme PhD mit, weil... Gut, die Nonnenhaube wäre auch ziemlich gut mit. Ziemlich scheiße, wollte ich sagen. Wieso? Tears up. Gut. Oh, die Tränen wären echt ziemlich cool. The Fool. Aber leider schaffen wir, glaube ich, nicht. Nee, haha, den Bosswasch. Hahaha. Guter Witz. Dann lassen wir nochmal den Würfel aufladen und im Devil Deal den Rest da holen. So, die Bombe lassen wir jetzt liegen, Mann. Die brauchen wir nicht. Die lassen wir dem nächsten Spieler, der hier spielen möchte, lassen wir für ihn da übrig. Oh, sehr schön. Warte mal, dann nehme ich erstmal das hier mit. Und sterben. Und wir nehmen das da links mit. Immer dieses Glücksgefühl, wenn man dieses Item hier findet. So gut, Mann. The Pact. So. Okay, ich glaube, ich habe alles erledigt, ne? Wir könnten eigentlich jetzt... Ja, wir könnten noch die Räume hier clearen. Vielleicht spawnt da noch etwas Interessantes. Vielleicht ein bisschen Geld oder sowas. Ja. Weiß ja nicht, weiß ja nicht. Wir haben auf jeden Fall Batterien. Ich weiß nicht, was ich mit denen anstellen soll. Gut, das war's. Gut, wir gehen jetzt in die nächste Ebene. Let's go. Wir hätten jetzt eigentlich den Bosswasch machen können auch, aber hey, hätte. Fahrradkette, ne? So, wir haben jetzt den Brimstone und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Spoonbender. Ich will einen Spoonbender. Wenn ich keinen Spoonbender bekomme jetzt, dann ist das ein guter Run immer noch. So. Her damit. Da sind wir auch nicht stark geworden mit dem Blue Baby. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt normal heißt. Danke. Wie er hier heißt. In der Mod. So, der Transparent Baby. Wahrscheinlich. Na, was haben wir hier noch so? Oh. Ja, guten Tag. Wafer, ist es denn ernst? Ja, fliegen kann ich schon. Warte mal, Wafer nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Einmal rerollen, ja. Oh, Yves Mascara. Ja, dann nehme ich dich mit. Alles wird doppelt gespawnt, nehme ich mit. Hier sprengen wir mal eben. Keine Herzchen. Yves Mascara nehmen wir mit. Und das da, warum nicht, Mann? Wow, mit dem D6 kann man so viel machen, ne? Und mit dem, mit Goathead und neuen Leben. Wir sollten aber nur ein bisschen aufpassen. Aber wir haben jetzt verdammt nochmal Yves Mascara. Ich weiß noch nicht, wie lange das Aufladen jetzt dauert. Wahrscheinlich ziemlich lang. Ach ja, und wir haben unseren Freund, der rote Herzchen essen möchte. Stimmt ja, da war ja was. Stimmt ja, da war ja was. Dann snack mal hier alles weg. Sehr schön. Tja, die Fliegen müssen jetzt unglaublich viel Schaden machen. Das ist ja unglaublich... Viel Schaden, was die machen werden. So, nimm mit. Danke. Okay. Nimm mit. Sehr gut. Wir sind jetzt in Depth 1, also los geht's. Ich will wieder in den Devil Deal. Er war so verlockend. Ich will rerollen. Au, verdammt. So, danke. Danke. Au, scheiße. Wobei eigentlich war Schwachsinn, das mitzunehmen. Wir werden jetzt eh gleich sterben. Ah, das nehme ich mit. Yo, das nehme ich mit. Okay, wie viel Leben haben wir noch? Wir haben 5 Leben. Alles klar, alles klar, alles klar. Guppy's Tale auch sehr gut. Wir bräuchten jetzt nur noch ganz viele Schlüssel. Am besten halt Bombsar Key vielleicht. Nein, irgendjemand? Nein, keiner. Keiner will mir Bombsar Key geben. Legen wir mal ein paar Bomben hier. Guck mal die Tränen an. Sehen die gefährlich auch. Oh, Two of Spades. Spades, bitte. Auch richtig gut.
Ja, dann warte mal, dann nehme ich das so mit in der... Das sorgt ja dafür, dass in Kisten mehr spawnen, ne? Mehr Items, two spades, genau. Ich meinte Rusty Key. Also mehr Inhalt in Kisten. Oder so, irgendwie so war das. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier weiter? Ich habe doch eine Aufladung. Two of Spades setze ich auch erst gleich ein, weil guck mal hier, wir finden noch ein paar Schlüssel. Ja, ja, ja. So, dann lass mal rerollen gehen. Ba, ba, da, ba. Da, da, da. Oh, Junge. Yo. Und yo. Wir werden zu einer richtigen Killermaschine. Jetzt haben wir einen Brimstone Mom's Knife Teil. Und jetzt noch Homing-Dinger. Bringt das dann was? Ich glaube, es bringt gar nichts mehr, ne? Aber wer weiß, ob wir überhaupt hier Homing-Teile finden. Spoonbänder und sowas. So, jetzt werden erstmal die ganzen Brimstone-Fanatiker befriedigt, was? Wie nenne ich die Folge? Befriedigung der Brimstone-Fanatiker, oder was? Ich denke nicht. 48 Hour Energy. Das ist auch ein wenig verlockend, muss ich schon sagen. Für das letzte Item, da kann man jetzt ordentlich rerollen und, ja, was brauchen wir denn noch? Ja, Spoonbänder oder sowas. So, Schlüssel. Wow. Hä, wieso habe ich den nicht erwischt? Sehr schön, her damit. Genau, 48 Hour Energy, das war Two of Spades. Okay, warte mal. Aber wir müssen noch den Itemraum abchecken. Stimmt ja, da war ja was. Ja, lass mal durchkämpfen. Ich habe jetzt keine Lust zurückzugehen, dann nochmal zu rerollen. Luck up, sehr schön. So. Ah, Technology. Nein, wir haben echt lange nicht mehr so mit Technology gespielt, ne? So, was ist das da nochmal? Das ist You Feel Refreshed und sowas. Ne, Technology nehme ich jetzt nicht mit. Das ist jetzt nicht so wichtig. Sissy Long Le. Wir spawnen schon Spinnen. Ich glaube, ich reroll alles einmal. Feuerbomben, Tipone. Mhm. Ja, das nehmen wir mit. Ja. Ja, wenn das nicht mal die besten Items EU sind. Ah, Hypercack. Ja, hallo. Hallo, Hypercack. Aber macht der nicht der mich jetzt tatsächlich stärker? Es bringt ja nichts. Er überschreibt ja nichts. Also, ich glaube, das. Oh, 2020. Guck mal. Aber bringt uns auch nichts. Bringt uns alles nichts hier. Dann kaufen wir uns lieber so ein blaues Herzchen noch. Und das hier. 2020. Oh, wir hatten schöne Tränen. Aber wir haben jetzt Brimstone Knives. So. Ja, komm, das nehmen wir mit hier. Und komm, nehmen wir die Smart Fly mit. Dann haben wir wenigstens etwas Smartes bei uns. Wenn es nicht wir schon sind. So, wenn es nicht wir sein können. Okay, Fliege. So, wir hätten jetzt 16 Schlüssel. Das ist schon mal sehr sexy, aber... Wir gucken mal, ob wir noch mehr bekommen. Ich will mehr. Mehr. Das Coole ist einfach jetzt, dass wir sogar im Nahkampf kämpfen können. Ach, guck mal, wir haben nochmal 48 Hour Energy. Okay. Das ist natürlich auch cool. So. Ja, lass öffnen. Okay, nichts Wichtiges. Da habe ich jetzt Schlüssel ausgegeben. Aber egal, egal, egal. Abel! Wow! Jetzt verstehe ich auch wieder, warum der Run so gut läuft. Immer wenn Abel irgendwo auftaucht, dann weißt du, ey. Oder wenn der Run ist, gut ist, weißt du, Abel wird auftauchen. Und dich retten. Natürlich fehlt uns jetzt ein Raum. Und wir müssen jetzt die 48 Hour Energy Pille verschwenden. Super. So. Wir latschen hier ein bisschen hin und her, aber wir gucken einfach mal, was wir so für Items bekommen können. Müssen ja nicht die ganze Zeit hier durch Speedrunnen, ne? Ne, ne, ne. So. Durch da. Das war knapp. Nehme ich den mit, den Sacrifice Dagger? Ich glaube nicht. Ah, nehme ich doch lieber das hier mit. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt Two of Spades mitnehmen. Hab ganz kurz überlegt. Ich dachte, wir haben zwei Two of Spades Karten. So, warte mal, die war ganz da unten, ne? Oh, immer dieser Weg, dieser lange Weg. Und... Warte mal, wo... Ach, da rechts war es. Rechts, 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 rechts. Da. Sehr schön. Springen wir mal kurz. Dann guck mal, schon haben wir... Ach, scheiße, wir haben ja jetzt... Ach, genau, stimmt ja. Aber wir haben Wafer. Wisst ihr, was cool wäre, wenn wir jetzt, noch den Stecker finden, womit wir den Würfel aufladen können? Das wäre unglaublich, da könnten wir die ganze Zeit rerollen. Bap, 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 bap. So. Okay, let's go in die nächste Ebene. Man, man, man. So, wo sind wir jetzt hier? In Necropolis. Her mit dem Herzchen. Ah, warum sind die immer so verlockend? Ich verstehe das nicht. Ich sollte aufpassen mit Ipecac.
Ich sollte echt aufpassen. Oh, noch ein Leben dazu bekommen. Cool, können wir doch mal sterben. Schlüssel haben wir hier. Hey, machen wir Tour Spades jetzt. Oh, da waren noch ein paar Schlüssel, habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, ich Idiot. Ah, nur Bullshit. Cricket's Head. Die Tränen, die Tränen, die Tränen. Jetzt müssen wir aufpassen. Hey, komm, spreng die Kiste für uns auf. Ja! Oh, ja, nehmen wir mit, warum nicht? Da machen wir jedem noch ein bisschen Schaden. Schlüsselverschwendung incoming. Oh, Schlüsselsparung incoming. Nice, hätten wir zuerst hier reingehen müssen. So, wir haben den Kompass, so ist es nicht. Wir könnten eigentlich auch ganz Zeit hier die Messer spammen und sowas. So. Ich wäre jetzt gleich, also es wäre richtig nervig, wenn ich gleich... Wobei, Homing Spoon, also mit Messer und so, geht das? Wenn wir gleich wirklich Spoonbänder bekommen, bin ich ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ziemlich. Den Rest für meines Lebens werde ich traurig sein. So. Dankeschön. Dankeschön. Hallo, Herr Itemraum. Unglaublich. Unglaublich, wie wir sie wegbremsen. Piercing Shots, ja, ja, das brauchen wir. Den Rest brauchen wir auch nicht. Hier, Charming Tears, nein. Einmal rerollen und dann bekommen wir hier ein bisschen Speed up, weil wir so langsam sind, passt schon. Und unseren Kollegen brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid, Mann. Du wirst wahrscheinlich gererollt, aber nimm's mir nicht übel, Mann. Nimm's mir nicht übel. Nimm lieber einen Dübel. Und häng dieses Bild hier auf. Es lenkt dich ab. Ja, darauf habe ich gehofft. Midas Touch. Okidoki. Allein das, also damit müssten wir schon alles umlegen. Komm, nehmen wir mit. Allein damit müssen wir schon jeden umlegen. Ja, gib mal die Schlüssel. Gib sie mir alle. So. Zacki, zacki, Raum. Ach du Scheiße. Einfach nur reinrennen in die Gegner und fertig ist er. Und für Gegner, die ein bisschen weiter weg sind, ein bisschen stressen, bam, fertig. Töten. Mit dem Brimstone-Kack. Was bekommen wir hier für Items gedroppt? Wahrscheinlich nur Münzen. Ja, egal, wir haben Midas Touch, also passt das doch. Je mehr Geld wir haben, desto stärker werden wir. Wir rennen Gegner rein. Die werden dann zu Gold verwandelt. Und sterben wahrscheinlich bei der ersten Berührung. Flat Penny, ich flipp aus. Ich nehme ihn mit. So, wir hatten jetzt voll viele Schlüssel, scheiße. So. Zack. Ach ja, ich kann rerollen. Was war nochmal im Itemraum, was ich nicht mitgenommen habe? Was war da nochmal? Oh, jetzt kriegen wir natürlich richtig viele Schlüssel. Yes! Habe ich mir nicht den Flat Penny gewünscht? Mann, ist denn heute schon Weihnachten? Das wart bestimmt ihr, oder? So. Ja, Schwuppdawupp ist natürlich ein wenig besser. Das ist besser. Ich nehme das aber nicht mit, weil sonst sind wir sehr stark. Ein bisschen zu stark. Im Shop reingucken können wir auch noch. Vor allem, weil gleich Mom auf uns wartet. Wir brauchen echt eine halbe Stunde hier und erst bei Mom. Heilige Kacke. Dafür werden wir gleich schnell durchkommen. Da müssen wir ja nicht die ganze Ebene abchecken. So. Auf Wiedersehen. Ja, tut mir schon ein bisschen leid, was? Holy moly. Nichts im Shop? Na, super. Ja, die blauen Herzchen brauche ich nicht, Mann. Pack sie ein für später. Falls jemand Hunger bekommt. Ups. Wie ich zum Beispiel jetzt. So, die kleine Kampfmaschine des Todes. So, 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 so. Einmal kurz berühren diesen Tod. Heilige Scheiße. Tod. Komm, wir gehen nochmal zu die Chest, weil letzte Folge haben wir nicht geschafft. Letzte Folge wurden wir fertig gemacht davon. Boah, Junge. Ich nehme das mit. Die Schlüsselteile kriege ich doch eh später. Die brauche ich jetzt nicht. Spoonbander. Oh Mann, wie ist das jetzt? Funktioniert das oder nicht? Splash Damage brauchen wir nicht. Ja, nehmen wir das hier mit. Den Rest brauchen wir jetzt nicht wirklich, ne? Funktioniert Spoonbander? Ah, ich bin dann mega traurig jetzt. Ja, den Rest brauche ich ja nicht, ne? Ne, den brauche ich alles nicht. Schöne Devil Deals. Okay, noch ein Herzchen. Echt nichts? Brauche ich echt nichts von? Nee, gar nichts eigentlich. Gar nichts eigentlich, oder? Nein. So, weiter geht's. Funktioniert das jetzt oder nicht? Oh Mann, der Brimstone wäre so schön spoonbändig. Und wir haben ihn tatsächlich bekommen.
Aber vielleicht funktioniert's ja. Die funktioniert! Die. What? Wie cool sieht das denn aus? So fliegende Piranhas des Todes. Auch wenn es halt noch cooler aussehen würde mit Brimstone irgendwie, glaube ich. Ich glaube, das hatte ich aber echt noch nie. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Homing Brimstone Mom's Knife. Das hatte ich noch nie. Vielleicht andere, ja, aber ich noch nie. Was haben wir hier? Wheel of Fortune, noch eins, okay. Ja, der Boss ist da oben. Stimmt ja, wir haben den Kompass. Hey, das wird ja noch angenehmer. So. Zack. Haha, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn, wie die einfach durchfliegen? Alter, ist das eine krasse Combo! Wie die da durch den Gegner fliegen, das sieht aus wie, keine Ahnung, Verfolgung. Hey Bob, noch ein Versuch, was? Aber ich sag nein, ich sag nein, ich sag nein. Und den Rest brauche ich auch nicht, Mann. Was soll ich denn hiervon mitnehmen? My Reflections bringt uns gar nichts. Dann laden wir ganz kurz den Würfel auf, wenn wir hier schon unterwegs sind. Komm, dann rerollen wir nochmal. Na, was ist das? Lacker. Heilige Scheiße, haben wir auch viel Lack. Cool, cool, cool. Curse of the Maze auch noch hier zu Besuch. Ja, sammel das ruhig auf hier. Gib mir Blank. Ach, schön. Ja, ich hätte gerne den Stecker. Der wäre jetzt perfekt. Da müssen wir jetzt nicht wie irre hier rumlaufen. Und ich hätte vielleicht die Nonnenhaube kaufen müssen. Guckt euch das mal an, wie die rumfliegen. Mega geil. Mega, mega geil. So. Da, 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 da. Hey. Hey. Oh, lass mich da. Ach du Scheiße. Autsch. Tiny Planet? Ich hab da richtig Angst vor. Ich möchte das nicht versauen. Ich nehm's mit. Tiny Planet? Passiert dann was Cooles? Ich hab's mitgenommen. Hab ich jetzt versaut? Ah nein, das liegt noch so im Kreis nur, okay. Und wir schießen immer noch Homing-Dinger, denke ich. Ja, wir sind jetzt wie so ein kleiner, so eine Anzeige hier im Auto hier, dieses Geschwindigkeitsanzeige-Teil da, so, weißt du? Wir könnten nochmal die Ebene clearen und hier weiter rerollen. Ja, machen wir einfach mal. Nochmal, Bob. Du verfolgst mich ein bisschen. So. Lemon Party. Dann steigen, lassen wir die mal steigen hier. Auf jeden Fall sieht es jetzt interessant aus. Auch wenn es ziemlich kacke ist, ehrlich gesagt. Mom's Knife mit Tiny Planet, aber zum Glück geht der Effekt nicht weg. Aber ich dachte, die fliegen irgendwie ein bisschen um mich herum, die ganzen Tränen. Also die Messer. Weißt du, sowas halt. Junge, wo landen die? Wo landen die? Wo landen die? Wow. Einfach mal öffnen, was haben wir hier? Nochmal, Potato. Ah, jetzt noch Blank Card, ne? Auch ganz cool. So, her mit dem Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Dann lass es mal eher im... Hallo. Im Devil Deal. Rickrollen. So, 41 Schlüssel, das ist ganz nett. Okay. Schön im Devil Deal rerollen. Alles klar. Ba, 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 ba. Ist ein etwas langsamerer Part, hä? So. Komm her. Set Onion brauche ich nicht. Potato. Ja, nehmen wir das hier mit, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch in die nächste Ebene. Komm, wir gehen weiter. Komm, wir gehen weiter. Komm, wir gehen weiter hier. So. Habe ich etwas vergessen? Etwas Wichtiges? Habe ich irgendwie das Gefühl. Hauptsache, der Würfel ist dabei. So. Ich find's mega cool. Ich find's... Oh Gott. Ach ja, stimmt ja. Die Schildtiers lassen das jetzt so anders aussehen. Mäh. So. Das sieht richtig cool aus. Wieso Piranhas? Keine Ahnung. Mache ich das noch? Ja, komm. Vielleicht sind da noch ein paar coole Items drin. Schlüssel bekommen wir jetzt eh ziemlich viele. Ich glaube, wir haben mehr als genug. Wahrscheinlich wird Guppies Tail auch, nicht funktionieren. Akku wird leer sein wahrscheinlich wieder. Und vielleicht nur eine Chest irgendwie spawnen. Super toll. Oh. Fate, ja, brauchen wir nicht.
Stammzellen. Brauchen wir auch nicht. Ich will auch lieber die 48 Hour Energy behalten für einen Devil Deal gleich. Zack. Zack, zack. Poison Touch nehmen wir auch noch mit. Curved Horn, leck mich fett, nehmen wir mit. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Noch mehr Schlüssel, noch mehr Geld. So wie es mir gefällt. Na, wie schnell werden wir jetzt Mom töten? Ziemlich schnell, habe ich das Gefühl. Also, ich flips. Bye, bye. Der Taku des... ja, der... Taku. Tacho. Tacho des Todes, meinte ich. Monsters Lunge bringt gar nichts. Das bringt uns auch gar nichts, ne? Mr. Mega haben wir hier. Das bringt uns auch alles Scheiß-Items. Oh, das sieht schon besser aus. Oh, das sieht schon viel besser aus hier. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, und das hier, wenn es sein muss. So. Gut, wir gehen jetzt nach oben, ne? Chest, wie gesagt, hier. Rächen wir uns. Auf geht's! Ha! So, ich weiß auch gar nicht, was noch so kommen kann, dass es so cool aussieht. Eigentlich haben wir jetzt eine Combo, die sich nicht leicht verändern lässt, ne? So ziemlich gar nicht verändern lässt. Ja, die öffnen wir gleich, die Kisten. So. Wo geht's denn hier zum Boss? Auf jeden Fall nicht hier hin. Gut. Aber ich will in den Zacki-Zacki-Raum. So, ich muss auch ganz Zeit tappen. Tap, 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 tap. Dann schießen wir hier die ganze Zeit. Oh ja, explodiert das. Lass mal. Au! Autsch. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Die Ebene ist auch noch verdammt dunkel. Das heißt, es ist ganz gut, dass wir jetzt wissen, wo wir hin müssen. Aber immer noch den falschen Weg gehen. Ich glaube, das ist auch falsch, oder? Ist das richtig? Trollbombe, ouch. Ist völlig in Ordnung. Empress. Das ist auch der falsche Weg. Oh nein. Oh nein. Oh. Muss öffnen. So. Wir haben noch 5 Leben. Was soll da passieren? Da kann gar nichts mehr passieren. Da kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Auf Wiedersehen. Gut. Dann gehen wir mal nach rechts, dann nach unten. Ja, das sieht eher danach aus. Oder wir müssen ganz nach links und dann geht's nach unten und dann irgendwie nach rechts oder sowas. So ein Bullshit. Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass die Ebene solche falschen Spielchen mit uns spielt. Was ist hier? Junge, 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 Vorsicht. Fliegt, meine Piranhas des Todes. So. Ba, ba. Verrückt. Paar Leute mitnehmen, nicht vergessen. Und rein in die Chest. Ich würde sagen, der Run ist gewonnen, würde ich jetzt mal behaupten. Unicorn Stomp. Ja, die Yellow Dingsbums, die will ich auch nicht haben. Da, 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 da. Batterie, sehr schön. Gravity Tears. Was bringt das? Gar nichts, ne, glaube ich. Bringt gar nichts. Ja, das bringt auch gar nichts, oder? Das bringt nur, dass wir mehr spawnen. Ach, wir haben keine coolen Kombos, die wir machen können mehr, oder? Was könnte jetzt noch kommen? Wir haben Spoonbender, wir haben Brimstone, Mom's Knife. Wir haben schon ein ziemlich fette Combo. Bekommen noch diesen Effekt. Können gegen den Gegner rennen. Alter, guckt euch das mal an. Guckt euch diesen Scheiß mal an. Ja, und wie ich gesagt habe, ne? Guppy's Tail? Ich merke irgendwie nichts davon, Guppy. So. Polyphemus vielleicht noch irgendwas sowas bekommen, ne? Das wäre auch ganz nett. Ne, brauche ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht, ja. Unnötig. Unnötig, sage ich da. Unnötig. Alles tot, sehr schön. So, bekommen auch hier diesen Schutzeffekt und mit, wir berühren einfach die Gegner und die sterben. Easy peasy. So. Da, berührt den Gegner, den berühren. Ich habe die Berührung des Todes, meine Lieben. Der Big Fat Protector, komm, den nehme ich mit. Den Big Fan. Den nehmen wir mit.
Ja, hier noch ein Damage Upgrade, da noch ein Damage Upgrade, überall noch ein Damage Upgrade. Neues Bomben und das da. Ja, ich hätte gerne Polyphemus halt, ne? Das wäre vielleicht noch ganz nett. Tag 5. Uhuhulala. Und hier noch ein bisschen Schutz. Uhulala. Komm, wir klären die ganze Ebene. Geht die Folge halt ein bisschen länger wieder. Da, da, da. Komm her. Aber dafür öffnen wir wunderschöne Kisten. Das macht doch Spaß. Das macht echt verdammt viel Spaß. Dann noch genug Schlüssel hat und sowas. Okay, und dann noch keine Kisten bekommt. Das ist eine Menge Spaß. Das ist so viel Spaß, ich fasse es gar nicht. Komm, wir berühren jeden Gegner. Geht's noch schneller. Rage. Ja, dadurch, dass wir jeden Gegner berühren wollen und sowas. Ja, okay, den nehmen wir auch mit. Dann bekommen wir halt ganz viele rote Herzchen, die wir in blaue machen können. Gut, gut, gut. Jetzt noch ein bisschen Schaden nehmen, um noch stärker zu werden. Na. Wie gesagt, hätten wir jetzt noch den Stecker. Das wäre mega gut. Libra, no. Oh no no. Oh no no. Oh no no. So, komm her. Oh no no, Signorita. Uno no rirolo dus. Ich habe doch hier was anderes. Da waren noch irgendwo zwei Items. Waren die hier? Ja. Wird ja immer besser, wird ja immer besser, hey. Ich Idiot will immer nur Brimstone, Polyphemus haben. Du kannst vergessen, dass es noch diese Items da gibt. Haha, wie geil. Und keine Kisten. So, viele Räume bleiben nicht mehr übrig. Leider. Aber hey. Wo ist überhaupt Tag 5? Wieso schießt Tag 5 nicht? Denkt es sich, oh, brauche ich doch hier nicht mithelfen. Mach dir nichts vor. Brauche ich doch hier nicht mithelfen. Du schaffst das schon alles. Tag 9 schießt irgendwie nicht. Also Tag 5. Tag 0.5. So. Ja, noch ein. Noch ein Damage Up. So. Ja, das war's auch mit dem Rerollen jetzt. Na, brauche ich nicht, die beiden. Das versenkt sogar den Angriff und so. Ja, lass mal eben kurz hier bekämpfen. Komm, fliegt, 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 fliegt. Unglaublich. Unglaublich. Wir haben die Combo, Mann. Ah. Bald habe ich eigentlich alle Kombos gehabt, irgendwie. Aber man findet immer wieder was Neues. So, komm, setz ein. Den Würfel brauche ich eigentlich gar nicht mitnehmen, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Let's go. The Soulless. Hey. Du bist jetzt vernichtet von mir. Extrem. Krass. Brutal. Nur so nebenbei. So. Wie das Messer auch fliegt, so leicht schräg immer nach oben. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, ja, ja. Monzu stinkt hier. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ach ja, da oben. Auf Wiedersehen. So verliert man jeden Respekt, ne? Vor Isaac. Oh, wie viel? Wie viele Sekunden? Noch ein paar Tränen legen. Oh nein, explodier! Nein! Ah, das haben wir nicht gesehen. Schade. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht das Bewerten und bis zum nächsten Mal. Euer Harley. Tschüss.